Gummi das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Rede des Herrn Hess angehört hat, dachte man sich, was kommt jetzt für ein Antrag? Aber wenn man sich diesen Antrag mal anschaut, dann stehen im Forderungsteil 6 Forderungen drin. Und 5,5 davon sind rein statistischer Natur. Da will die AfD eigentlich nur Zahlenmaterial haben. Die Behauptung der AfD ist sozusagen Taten, die mit dem Messer begangen worden sind und Taten, die antisemitisch motiviert worden sind, die müssen doch nach AfD-Ansicht eigentlich von Migranten begangen worden sein. Und wenn es dann doch mal ein Deutscher ist, so ist es in der Nummer 3 Ihres Antrags nämlich drin, ganz am Ende, dann muss man da noch mal nachfragen, ob da doch irgendwo ein Migrationshintergrund da ist. Man kann es gar nicht glauben, dass es Deutsche sein können. Normalerweise stellen wir Zahlenfragen in kleinen Anfragen. Und wenn die nicht befriedigend ausfallen, dann fragen wir noch mal nach. Aber dass man sowas ins Plenum bringt, das ist schon selten geistlos, muss ich sagen, meine Damen und Herren. Nur eine einzige Forderung geht in Richtung einer Problemlösung, nämlich in der Ziffer 5 Ihres Antrags, aber auch da nur im Satz 1 und da eigentlich auch nur der erste Halbsatz von Satz 1 in Nummer 5. Da werden nämlich die Islamverbände aufgefordert, Programme und Veranstaltungen gegen Antisemitismus durchzuführen. Ansonsten steht Problemlösung, eine tiefere Befassung mit dem Problem, nirgendwo in Ihrem Antrag drin. Sie befassen sich so gut wie nicht mit der Lösung dieser Probleme. Sie wollen nur Zahlen wissen mit dem einen Ziel, Ihre These zu untermauern, die ein bestimmtes Narrativ bedienen. Messerstecher, Antisemitismus, das muss doch, so die AfD, ein Migrant oder Muslim sein, meine Damen und Herren. So einfach ist die Welt für Sie. Das erinnert mich ein bisschen an jemanden, der an einen Unfallort kommt und aussteigt, aber nicht um zu helfen, sondern um Fotos zu machen, zu gaffen, schaulustig rumzustehen und seine Täter 1000 Fragen im Bauch zu stellen. 9-mal klug zu sagen, ich habe es immer gewusst, Autofahren ist gefährlich. So ist Ihr Antrag. Das ist ein höchst destruktives Politikverständnis. Kein Interesse an Problemlösungen zu haben, sondern diese Zahlen, und das schreiben Sie sogar selber rein, also wie man auf die Idee kommen kann, sowas reinzuschreiben, rein als Wahlkampfmittel zu gebrauchen. Das schreiben Sie nämlich in die Nummer 1 Ihres Antrages rein, dass diese Zahlen vor der nächsten Bundestagswahl veröffentlicht werden sollen. Sie schreiben sogar noch rein, dass es reines Wahlkampfmittel für Sie ist, und das ist doch eigentlich beschämend, meine Damen und Herren. Offensichtlich geht es nicht mehr. Und jetzt noch ein letzter Gedanke, weil ich das ein höchst infames Stilmittel Ihres Antrages finde, nämlich die Behauptung in Ihrem Antrag, wer über den Zusammenhang von Migration und Kriminalität spreche, der werde in diesem Land als Rechter diffamiert und solle mundtot gemacht werden. Meine Damen und Herren, in diesem Land soll niemand mundtot gemacht werden. Man darf in diesem Land praktisch alles sagen. Ihr Narrativ, Migrantenkriminell, ist ja nun mal kein linkes Narrativ, sondern ein AfD-Narrativ. Nur, und jetzt kommt der Punkt, es ist umgekehrt. Die AfD will nämlich Kritik an AfD-Behauptungen diffamieren mit der Behauptung, wer die AfD kritisiert, der sei eigentlich gegen Meinungsfreiheit. Und das geht nämlich nicht. Und das müssen wir immer wieder deutlich sagen. Auch die AfD, sogar die AfD, darf in diesem Land sagen, was sie will. Niemand macht sie mundtot. Nur das Recht auf freie Meinungsäußerung ist kein Recht auf unwidersprochene Meinungsäußerung. Und deshalb widersprechen wir Ihnen und Ihrem Antrag. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Peggy Schieren weg.